Ha, eins zurück. Jimmy wohnt im roten, nicht im blauen Haus. Siehst du, da ist Wunderarsch. Hast du Classys Medizin? Ich hoffe mal für dich, dass du sie hast. Es wurde auch echt langsam Zeit. Halleluja, genau das brauche ich jetzt. Wenn ich meine Medizin nicht krieg, drehe ich einfach voll am Rad. Ihr kennt das sicher. Okay. Ist gleich viel besser. Okay, also, ihr müsst zum U-Storit gehen. Habt ihr verstanden? Da sind die ganzen Katzen eingesperrt. Na also, Kuhn hier ist Blitzkrieg. Wunderarsch hat die Info von Claffy. Nicht schlecht, Neuer. Was habt ihr erfahren? Das U-Storit im Nordosten der Stadt. Da werden die Katzen hingebracht. In your story, war ja klar. Okay, passt auf Classy auf. Ich melde mich bei euch. Verstanden. Blitzfreak Ende. Sieh mal an, mein kleiner Held. Okay, ist falsch. Da muss ich. Oh, muss ich das wohl verschieben? Entschuldigung, mein Fehler. So. Ein Selfie mit meinem kleinen Homie. Natürlich, natürlich. So, Classy, neuer Follower. Danke, Player. Wir sehen uns auf Gram. Nur mal so unter uns. Kuhn ist schon irgendwie ein Arsch. Kein Ding, Kumpel. Jimmy hatten wir, glaube ich, schon drauf, oder? Nee, jetzt haben wir Jimmy drauf. Auf Kuhns Account. Hat's noch einen Follower. Geht viral in den sozialen Medien. Oh, da verpassen wir jetzt die ganzen Sprüche von Jimmy nicht. Crunchy's Microbrews. Oh. 160er Macht, die habe ich auch nicht. Kurz mal schauen, wo das ist. Ah, da oben. Dann gehen wir da hin. Füllen wir unser Charakterbogen weiter aus. Am besten laufen. Oh, hey, hallo du. Ja, es hat sich herausgestellt, dass das mit dem Geschlecht komplizierter ist, als wir gestern besprochen haben, okay? Komm bitte in mein Büro, damit wir die Sache klären können. Okay, danke, okay. Okay, erstmal zur Schule. Ist witziger. Unterwegs laufen, ein paar Fights mitnehmen, weil ich stehe kurz vorm Level Up. Nee, doch, oder? Ja, doch, kurz vor Rang 6, genau. Ein, zwei Fights müssten da sein. Da bin ich ja durch. Hatte schon abgegast, aber hier, wenn es Ganzes kaputt machen, Schrott. Wir Mädchen können alles machen, was wir wollen. Und im Moment wollen wir eine schicke Schneebitch. Biogefahr. Schrott. Ich brauche Lebensmittel. Oder Sachen, die ich verkaufen kann. Oder Geld. Wäre auch nicht schlecht, um Sachen zu kaufen. Elektroschrott. Ah, 35 immer nur oben drauf. Ist da irgendwas? Keine Augenmaske bekommen, okay? Es gab keinen Fight, aber auf zu Mr. McKay. Im Kö. Mit dem Pausefuß kannst du die Zeit anhalten. Viel Spaß! Und da kann ich ja durchlaufen. Dort, Sarah. Achso, hätte ich hinten einen Schalter drücken müssen. Achso. Ausgeschalten. Den Elektroschalter verwenden müssen. Er ist zwar ausgeschalten, aber kann halt nicht mehr bekämpfen. Und das ist das Problem. Fehlen mir die Erfahrungspunkte. Scheiße. Ich komm hier ran. Spind gesperrt. Shit. Egal. Oh gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Ich habe das Feedback vom Direktor bekommen, dass unser Gespräch über das Geschlecht, ich meine über Gender, nicht präzise genug war. Und also er hat mir ein paar Richtlinien gegeben, wie ich dir gründlicher helfen kann, dein Gender zu erkennen, okay?
Ist das Geschlecht, mit dem du geboren wurdest, auch das, mit dem du dich jetzt identifizierst? Ja, männlich? Ja, weiblich? Nein. Hm. Ja, ich bin männlich. Ja, ich bin weiblich. Oder nein? Eigentlich nein, oder? Ganz klassisch, nein. Oh, okay. Aus wie vielen Geschlechtern besteht deine jetzige Identität? Aus ein, zwei, drei, zwei oder mehr? Haben wir ewig Zeit, aber je eher, desto besser. Drei. Drei Geschlechter. Das ist ja männlich, weiblich, männlich, weiblich oder mehr? Keine Ahnung, Nitro nachgedacht, drei. Antwort nur drei, oder? Okay, also das bedeutet, dass du das bist, was wir Trigender nennen. Okay, super. Als nächstes sprechen wir im Zusammenhang mit deinem Geschlecht über deine Sexualität. Also viele denken, dass Geschlecht und Sexualität dasselbe sind, aber nein, das stimmt nicht, nein. Okay. Also, wie würdest du das Geschlecht der Personen bezeichnen, die du, sexuell anziehend findest? Junge, Mädchen, wieder noch, alle. Okay, also da du selbst kein binäres Geschlecht hast, okay, und dich sexuell von Personen angezogen fühlst, die weiblich sind oder sich so geben, musst du dann wohl das sein, was man im Allgemeinen bezeichnet als gynosexuell. Was? Okay. Nein. Okay. Hetero, bi, homo, polysexuell, pansexuell. Andrisexuell, gynosexuell, skidosexuell, schwul, demisexuell. Was zum Geier? Im Prinzip haben wir ewig Zeit, aber je eher, desto besser. Was ist ein skidosexuell? Ohne Geschlecht, genderfluid, geschlechtslos, alias geschlechtslos, artig, bigeschlechtlich, demiflux, Geschlechtsnonkonfusion, Geschlecht in Frage stellen, Geschlechtsvariante, Geschlechtsvariante, was zum Geier? Genderpunk? Jetzt muss ich mich fragen. Also heterosexuell kenne ich, bisexuell kenne ich auch, homosexuell kenne ich auch, polysexuell, pansexuell, asexuell. Was ist das denn? Komm, wir sind demisexuell. Alias geschlechtlich. Demisexuell alias geschlechtlich. Schön, keine Ahnung, was das ist. Okay. Sei vorsichtig, okay, denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden. Okay, also komm jederzeit wieder. What the fucking hell? Das muss mir mal einer erklären. So, zweites Gespräch abgeschlossen. Dieses Homo-Kind! Ja, so ein andersgeschlechtlicher! Und demisexuell noch dazu! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Vergiss es! So wie deine Scheiße will ich öfter sehen. Du weißt nicht, wie der geschieht, aber es war definitiv der Kuhn. Das könnte brennen. So, Zeit angehalten, kurz eingeschlagen. Ich frag mich, ob deine Actionfigur das auch könnte. Vielleicht mit so einer Art Sprungfeder. Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, dich fertig zu machen. Ah, verwirrt, alle beide. Ich bin wieder da, wieder. Hä? Oh Mann, nicht schon wieder. Ja, suboptimal. Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte. What? Lass den Scheiß. Dass die zwei dahin jetzt verwurzeln, ist ganz schlecht für mich. Oh nein. Das ist zu meinem Besten. Ihr könnt Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Okay, cool down. Ich bin drin. Okay. Oh nein, ich bin auch down. Anscheinend können Blicke töten, nicht wahr?
Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Auch down. Genau, Mann. Mach deine Leseraugen zu und denk über dein Konzept nach. Du hättest Human Monster Truck sein können. Human Monster Truck. Ah, aufhören, ich krieg schnell drauf ficken. Captain Diabetes ist kampfbereit. Okay, Captain Diabetes. Braucht dringend das Schild. Ohne Schild geht hier gar nichts mehr. Damit hättest du rechnen können. Bitte hau das nächste Mal einfach ab. Der Dumme ist, dass ich zwei Attacken kassiere. Einer davon sehr mächtig. Ja, jetzt steht's fest. Euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Down. Mit der Runde dank. Weiter. Ich hab grad eh keinen Bock auf den Scheiß. Okay, er kann nicht in der Runde angreifen. Das ist gut. Ich werde dich besiegen. Oh, ja. Das macht Captain Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Ich hab noch ein bisschen Schild, aber es bringt nichts. Weil down. Du bist tot. Erst einmal Weiß und Hetero auf die Welt gekommen. Du bist tot. Nein, nein, nein. Nochmal. Hey, da ist dieses Homo-Kind. Ja, so ein andersgeschlechtlicher. Und demisexuell noch dazu. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Jetzt gucken wir mal kurz zusammen, die für eine Machtpower. Ich glaube, die sind ein bisschen stärker als ich. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Also ich komme auf. Jetzt steht's fest, euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Leben sogar. Ach du Scheiße. Ihr solltet die Wunden lieber gut abbinden. Hiernach sehnst du dich nach Dennis. Ah, das ist blöd. Nicht das. Die überspringen den Zug. Die dürfen nicht. Oh Gott, Arschlaut hat sich gefickt. Ich bin wieder da. Wieder. Okay, der taucht jetzt also immer mal auf. Macht irgendwas. Nein, meine Brille. Immer wieder gerne. Könnte interessant werden. Boah, wie viel die abziehen. Anlegst dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Ich brauche dringend mehr Verteidigung. Ich bin dran. So, hat zumindest ein Schild, kann sich da oben mitten anlegen. So. Schnell eine Runde heilen. 50 Lebenspunkte bringt zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Ich würde gerne die Heilung bei dem erhöhen, weil das ist viel zu wenig dafür 50. Und mein Down? Gut, jetzt schon. Ich hasse euch alle. Oh, er macht's wieder. Er macht's wieder. Das ist scheiße. Sehr gut, Wunderarsch. Dann mal los. Was ist scheiße ist das? Jetzt bin ich aggro. Ja, hättest du rechnen können. Okay, einer sollte jetzt entwürzeln, weil Rückstoßkombo. Notwetterbericht. Nope. Damit bringt mich selbst um, das ist bescheuert. Ich würde gerne mal die Aufstellung ändern, dass sie halt anders stehen, damit das eben nicht passiert. Ja, nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Ja, macht weiter, ich hab grad eh keinen Bock auf den Scheiß. Diabetes-Time. Mist, wenn ich hier stehe, kann ich von zwei angegriffen werden. Hier nur rechts. Das ist scheiße. Auf die Bretter! Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Okay. Den hat weggelasert. Das ist aber okay. Ich brauche den aber, um Dings zu bekommen. Die ultimative Kraft. Dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Okay, der ist zu langsam. Das heißt, jetzt kann ich mich um den hier kümmern. Kassier dann auch nur einen Angriff von einem. Ja, seht ihr, Captain Diabetes ist cool. Zum Wetter, aus dem Westen nähert sich der Zorn das Kalt. Ich kann nur einen davon, das ist scheiße. Wohl bekommt's. Danke vielmals. Ich hätte lasern sollen. Ich hätte einfach nur lasern sollen, verdammt. Ja. Dazu sein möglichst sicher, Mervi. Der ist verlangsamt, kann nur eine Runde gehen, für zwei Runden. Das heißt, ich muss mich jetzt ganz schön um den hier kümmern. Sollte wird auch nächste Runde gelasert, dann bleibt nur ein Gegner. Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn.
Sie... Macht Platz für Diabetes. So. Hätte jetzt lieber links gehabt, Humankind. Weil da macht wenigstens einen Brandschaden. Ich meine, das tut zwar auch weh, was der macht, aber das Brandschaden ist einfach mehr. Weil da verlieren die pro Runde 30, 40 Lebenspunkte. So, erstmal Schild drauf auf den. Rückschlusskombo, nicht gut. So, erstmal kurz wechseln, damit er in der Mitte kommt. Damit kann er nur einen angreifen. Ich bin drin. Okay. Anlasern. Fast tot, aber es müsste reichen. Es müsste reichen. Oh, ich bin dran. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja. Ja. Oh, wow. Rückschusskombo genau. Noch einmal lasern und dann ist der Hinterwert weg. Zeit für die Laser. Bam. Wir haben gewonnen. Vorurteilsansturm, DNA erhalten, 1,6 Dollar. Sind Rang 5, 700 XP muss ich zaubern. Bin immer gespannt. Das heißt, viel kämpfen. So, erstmal ganz schnell hier Kräfte. Ne, Artefakte durch. Ne, Artefakte nicht. Man kann es dort frei. Doch. Und das hier. Da haben wir jetzt ein bisschen was. So, da geht nirgendwo rauf. 10% Gesundheit geht runter. 15% Gesundheit geht drauf, das ist hier soweit okay. Was Mumm ist, weiß ich nicht. Aber bringt halt meine Fertigkeiten nicht. Hier habe ich wenigstens auf die ersten drei Fertigkeiten plus 20%, die ich aber kaum einsetzen kann. Das ist mein Problem. Warte mal. Ich ändere mal die Kräfte bei mir mal. Okay, sagen wir mal, den Move geht raus. Damit kriege ich nur ein Schild. Fatale Anziehung. 22. 44er Schlag. Nee, dann bleibt's dabei. Dann tun wir einfach nur Verbündete ändern. Kuh macht bluten, das ist cool. Ah, Super Craig. Diabetes, beide Blocker. Müssen hier rein. Verdammt, ich möchte auch nicht so weit vorne stehen. Das ist das Problem. Plus 2 Gesundheit. Ultimative Kraft, aber Stasi-Effekt. Schaden geht um weiter 8% runter. Rückstoßkombo auch. Nee. Das ist doch scheiße. Das ist doch alles Mist. Geh zum Haus des Kingpin. Geht jetzt noch? Geht so gar nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier. Crunchy's Bar. Stein nach oben. Verlasse die Schule und genieße den zweiten wunderschönen Tag. Machen wir. Muss unterwegs noch unbedingt Macaroni-Bilder kaufen. Ganz, ganz dringend. Könnte meine Klasse auch generell ändern. Wäre auch möglich. Das ist doch der Funktion des Selbstjustiz. Findest du wen, der dir in puncto Rasse helfen kann? Viel Glück! Super Craig, Ende! Also hier rein, da finde ich jemanden, der mir helfen kann bei meiner Rasse. Bin ich mal gespannt. Jetzt haben Sie ein Problem mit mir. Oh je. Ich werde nicht einfach tatenlos zusehen, wie Sie die Ethnie dieses Mannes beleidigen. Ich habe ihn nicht beleidigt. Entschuldigung. Haben Sie gesagt, dass dieser Mann müde wirkt oder nicht? Ja, er ist mein Freund. Ich sagte, Paolo, du siehst müde aus. Mikroaggression! Hispanoamerikaner werden oft als verpennt bezeichnet. Zu sagen, dass er müde aussieht, ist eine Mikroaggression, die ich nicht erlaube. Ich bin müde. Du bist neu hier, oder? Ich bin der Direktor deiner Schule, PC Principal. Ich habe gehört, du willst über Ethnien mit mir sprechen. Okay, los geht's.